So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Hot Wheels Unleashed. Endlich ist es soweit, die finale Version ist da draußen und nachdem wir Alpha Beta angeschaut haben und ich ja nachdem schon ein bisschen Hype war, ja, haben wir jetzt natürlich noch mehr Features, noch mehr Umfang und. Und warum ich so heiß bin, ist einerseits, wir haben endlich mal wieder einen geilen Arcade Racer. Wir haben einen Close Track Arcade Racer. Meistens haben wir alle Arcade Racer mittlerweile Open World. Und es ist aber wieder ein richtig geiles Hot Wheels Spiel, also voraussichtlich, wir hoffen es mal. Aber es hat bisher alle Anzeichen, dass es ein sehr geiles Hot Wheels Spiel sein könnte. Plus mit einem unfassbar geilen Style, in dem halt wirklich die Autos und Strecken oder einem so aussieht, als wäre straight wirklich Spielzeug, mit dem man spielen würde. In dem halt wirklich diese Plastik- und Metalloptik so, so nice getroffen worden ist. Und ich deswegen, wieder, ich bin heiß. Und die finale Version hat ja noch ein bisschen mehr zu bieten mit Customization eben von Autos. Wir können Sticker draufpacken und. Wir können eigene Strecken bauen und pipapo. Also wir haben noch ein bisschen was zu decken, einiges. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wird ein schönes Uncut-Let's Play der Kampagne. Multiplayer werden wir uns, denke ich mal, in Streams auf Twitch anschauen. Link dafür in der Videobeschreibung, falls ihr da mal auschecken wollt. Und ich würde mal sagen, wir legen los. Willkommen bei Hot Wheels Unleashed. Mal sehen, welche Fahrzeuge in diesen Überraschungskisten auf dich warten. Okay, wir kriegen unsere Starterfahrzeuge, die diesen kleinen, wunderbaren Spielzeugkisten sind. Und jede Überraschungskiste enthält ein Hot Wheels Fahrzeug. Mit den Münzen im Spiel kannst du neu kaufen. Okay, wir haben uns immer gefragt, die Münzen, die wir bei den Rennen bisher in der Beta freigeschaltet haben. Jo, was können wir denn damit machen? Damit werden wir Kisten kaufen und damit können wir uns dann neue Autos gönnen. Okay, ich würde mal sagen, wir schauen doch mal rein, was wir denn hier Nices bekommen. Mach mal auf das Ding. Wir kriegen erstmal den Roger Dodger. Ja, besseren Start kann es ja nicht sein. Der Roger Dodger, das ist ein Pflichtfahrzeug für uns hier. Absolut. Geile Beschleunigung, Rest komplett Grütze, aber geil. Schön. So, Nummer 2. Was gibt's denn hier Feines? Wir kriegen Accelerators RD02. Auch nicht verkehrt, auch nicht schlecht. Sehr gute Geschwindigkeit, bremst halt absolut überhaupt nicht. Also wir lassen uns halt einfach von G-Kräften und den Gegnern bremsen. Aber der Rest ist gut. Okay, und Auto Nummer 3. Haben wir Funpark Bumper Round, einen kleinen, wunderbaren Autoscooter haben wir noch bekommen. Der ist halt gut im Handling, aber sonst Grütze. Naja gut, okay, wir haben schwierige Startgruppe, würde ich mal sagen. Roger Dodger reißt es ein bisschen raus. Man muss sagen, es sind noch einige mehr Fahrzeuge reinkommen, als wir bisher kannten. Und es kommen auch auf Dauer noch weitere Inhalte mit weiteren Lizenzfahrzeugen. Ich meine sogar Fiat und Chevrolet sind mit am Start. Wir haben unter anderem auch Batman, meine ich, und Barbie mit sowas. Also wird wild. Die Fahrzeugauswahl des Spiels wird wild. Es kommen natürlich jetzt nicht nur hauptsächlich dann lizenzierte Fahrzeuge, also Lamborghini und Co., sondern halt natürlich hauptsächlich Special Hot Wheels Fahrzeuge. Okay, wir sollen das Auto auswählen für das Tutorial. Wir haben halt echt nicht so viel Glück gehabt, muss man mal sagen, mit den Startfahrzeugen, Bruder. Ja, am besten wird der Kollege, der ist aber ausgegliedert, ne? Bremst halt scheiße, wo der Dodger bringt halt auch scheiße, aber fährt halt doch viel zu schnell. Komm, wir nehmen mal RDO2. Ich denke mal, das ist ein ganz guter Einstieg. Ich glaube, es ist ganz okay. Komm, nehmen wir den mal. So, internationale Maßeinheit. Schwierigkeitsgrad. So, wie dicke Eier will ich jetzt haben? Ich könnte nicht sagen, wir waren einfach hart. Wir können auch auf extrem gehen, aber das lassen wir jetzt vielleicht einfach mal sein. Ich bin aber fast überlegen, Mittel zu gehen, einfach um erstmal reinzuschieben. Wenn das viel zu leicht ist, können wir immer noch auf schwer gehen. Komm, wir machen mal Mittel. Wir wollen ja erstmal reinkommen. Wir müssen erstmal einen Flow finden. Es geht in den Skatepark. Lass die Motoren aufheulen. So. Heulen auf, ich höre sie mal laut, aua. Da kann das Spiel nichts für, ich habe mein Headset gerade eingestellt. So, wir sind ein schönes Skatepark hier. Sieht nice aus, okay. Da ist unser Kollege. Und jetzt müssen wir versuchen, den Start von ihm hier zu bekommen, weil das wäre sehr nice, wenn wir das hinkriegen würden. Ist das da vor uns? Na gut, willkommen bei Hot Wheels Unleashed. Wir wissen, dass du es kaum erwarten kannst. Dankeschön. Endlich loszulegen. Aber wir müssen dir dennoch einige Hinweise geben. Drücke den Beschleunigen, halte ihn gedrückt, bevor die Zahl auf 2 auf dem Bildschirm erscheint, um einen Boost zu erhalten. Bei Zweifeln kannst du dich an andere Fahrzeuge auf der Strecke orientieren und es fliegt ihn zwischen. Okay. Okay, okay. Na okay, ich habe schon genau verkackt. Ich habe genau nicht drauf gehört, was das Spiel mir erklärt hat. So macht man das, Leute. Okay, hier fährt ein Fiat 500 mit, die kleine Knutschkugel. Da vorne ist ein Fiat 500. Ist ein bisschen dunkel, man sieht's. Aber er ist halt auch ein Skatepark. Es ist sehr wichtig, in den Kurven zu driften. Zum Aktivieren des Drifts musst du beim Lenken die Bremse antippen. Beim Drift kannst du die Fahrlinie mit Lenkung und der Bremse beeinflussen. Okay, da vorne werden wir jetzt mal einen kleinen Skit hinziehen. Oder unseren fröhlichen Freund, den Autoscooter, einmal der Wande ein bisschen näher bringen, weil er meinte, sich mit uns anzulegen. Und er hat daraus gelernt, mach das nicht. Ne? Mach das nicht, Leute. Nach jedem Drift erhöhst du einen Boost. Setz den Boost ein, um auf volle Geschwindigkeit zu kommen. Wunderbar. Dann machen wir mal ein bisschen Boosten hier rein. Gerade nicht aufgeladen. Komm, den 400 holen wir mal. Da vorne ist ein Camaro. Ui, guck mal her. Chevy, habe ich ja gesagt. Chevy und Fiat. Sind wir da am Stiffel. Ah, bisschen flott. Ich glaube, Mitte war eine ganz gute Einstiegshürde.
Manche Hot Wheels-Strecken sehen so aus, als ob man die Schwerkraft besiegen muss, um sie zu bewältigen. Mit dem Boost kannst du es auf solchen Strecken auch durch die kniffligsten Stellen schaffen. Ja, plus wir haben hier eben dann Boost-Stormer meist vor den Loopings. Also wir müssen nicht darauf hoffen, dass wir Boost gesammelt haben, sondern die meisten Loopings kommen ja mit einem kleinen, wunderbaren... Ich finde gut, dass das Tori jetzt dazu, was ich da gerade abziehe, jetzt kommt. Ich bin gerade im Hintergrund wie Tony Hawk die Rail am Grinden, aber na gut. Versuche dein perfekten Fahrzeug in der Luft zu erlenken, um die perfekte Landung zu bekommen. Ganz wie ein echter Profi. Links, rechts lenken, gieren, nach hinten gieren, rechte und linke Rolle. Okay. Ich versuche mich gerade wieder zu retten, aber nein, das hat nicht funktioniert. Was ist die Reset-Taste? Scheiße. Das hat ja schon lange gut funktioniert. Ich kann euch nicht sagen, was die Reset-Taste ist. Das hier? Ah, Y. Okay, wunderbar gefunden. Ja gut, das lief jetzt nicht so gut. Tony Hawk wäre stolz auf uns. Für den Verlauf dieses Rennens war das jetzt kein hilfreicher Move, einmal zu zeigen, was die Skateboard-Künste so können. Halt die Augen offen, denn jede Strecke steckt voller Überraschung. Achte auf das Netz der unheimlichen Spinne. Ich weiß auch nicht, wie ich dem ausweiche. Hat aber gut funktioniert. Diese Runde habe ich mal keinen abgekriegt. Aber wir haben ja 3 Runden, also mal alles easy hier. Man merkt auf jeden Fall zu der Version, die wir gespielt haben, die letzte, die Beta-Fassung, da hat sich grafisch nochmal einiges getan. Also wirklich einiges, effektmäßig. Und auch UI-mäßig und sowas auf jeden Fall nochmal alles ein bisschen besser angepasst. Es gibt so viel mehr zu decken, aber wir haben dich schon lange genug aufzuhalten. Jetzt weißt du alles, was du brauchst, um endlich die Rennen zu genießen. Viel Spaß. Okay, dann wollen wir mal versuchen, ob wir das vielleicht doch noch in einen guten Platz hier ummünzen können. Ich sage dir, wie es ist. Ich gebe mein Bestes, Leute. Ich gebe deswegen einen Boost vor einer Kurve. Ich versuch's nicht mal. Ich merke das schon. Ich versuch's nicht mal. Das ist nicht mal eben close. So, wo ist denn Platz 1 hier? Wo ist das denn da vorne? Ja, da vorne ist das. Time Attack ist doch Platz 2. Okay. Wo war schon mal Platz 2? So, jetzt schön in die Kurve rein. Ja. Guck mal, ja. Oh, endlich ein schöner Drift. Ja, wunderbar. Nicht die Wand mitgenommen. Und den Schwindmüll, komm. Ja, okay, du willst auf Funkenflug auf. Ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, ne? Oder wie ist das? Kollege. So funktioniert das nicht. So, jetzt aber hier schön Boost über den Sprung und gib ihm. Wunderbar, jetzt landen. Schön. Gut, haben wir jetzt mal die Führung. Jetzt muss ich mal gucken, was die Spinne anstellt. Ja, okay, das war nicht so effizient. Das war wunderbar, das Netz getroffen. Schade. Dann halt nicht. Da machst du nix. Moin Jungs, darf ich mal? Ich müsste mal hier durch, bitte hören Sie auf mich. Also, Supercharge haben wir doch auch, ne? Den haben wir ja auch bei uns in der. Den haben wir ja auch in der Gerade. Ne, Supercharge haben wir nicht. Bring aber was durch. Nein, den haben wir nicht. Ich hatte schon mal Testaufnahme, da habe ich den gehabt. Weil meine Capture Card sich nicht so ganz grün wurde. Das war super im Tutorial, weil dann kann man das Spiel neu starten und dann werden die Autos auch neu ausgewürfelt. Ich hatte echt gute Starterautos. Aber na gut, wir haben es jetzt einfach ein bisschen schwieriger gemacht. Wir müssen es positiv sehen. Und ich merke, dass ich auf Mittel auch schon meine kleinen Problemchen mit den Jungs hier habe. Die sind schon nicht langsam. Die sind schon wirklich nicht langsam. Ah, so langsam habe ich das Drift mit der Karre raus. Ich sag mal so, ich wall-tappe nicht mehr so viel. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt kommt auch schön. Einen reinleiten. Wunderbar. Ah, bisschen erst wunderschön. Aber oh nein, nicht wunderschön. Nein! Oh, reset, respawn. Oh. Man sollte den Abend nicht vor dem Tag loben, Leute. Es ist ein Sprichwort, was so viel Wahrheit in sich bezieht. Vor allem, wenn man ein absoluter Skate-Profi sein möchte, aber eindeutig immer das falsche Spiel dafür anpackt. Okay, die Jungs haben gerade Scheiß gebaut. Wunderbar, wir sind auf Platz 3. Komm, letzten Meter jetzt. Komm, jetzt mach aber. Platz 1. Oh. Gerade mal so Glück gehabt, dass mein dummer Fehler irgendwie nochmal ausgleichbar war, weil wir nicht auf extrem oder schwer gespielt haben. Ich muss aber ein bisschen reinkommen, ne? Wie gesagt, die Skater-Gene. Ne? Also, ich stand noch nie auf dem Skateboard, ehrlich gesagt. Aber na gut. In jedem Rennen kannst du Münzen gewinnen, mit denen du dann Überraschungskit und Fahrzeuge kaufen kannst. Wir haben 50 Münzen bekommen. Nice. Oh, wir haben Überraschungskiste sogar dafür bekommen. Okay, nice. Außerdem kannst du dich in die Hot Wheels City Rumble stürzen, deine Strecken erstellen und alle Multispielzugang. Viel Spaß. Ja, Hot Wheels City Rumble ist eben natürlich das wunderbare Main Game. Es gibt noch einen Keller, den wir uns einrichten können. Wir gehen mal kurz in unseren Keller, einfach um euch zu zeigen, wie cool das ist. Wie cool der Keller ist.
Ich meine, kann man sich irgendwie einrichten. Ich weiß nicht, ob da Hotwheels am Ende stehen. Ich weiß auch nicht, wofür der, was denn für eine Funktion hat. Ich habe mich nicht informiert, aber wir haben einen Keller. Das ist unser Keller, liebe Leute. Obwohl, das ist unser Keller, der Wohnzimmer, das ist unsere Küche, Pokalecke, Hobbyecke. Und ich weiß noch nicht, was damit passiert, aber ich glaube, da werden Sachen ausgestellt. Also vermute ich mal. Also wir können hier sehr viel ändern. Und ich habe noch keine Ahnung, was für genauen Funktionen das hat. Ich bin da ehrlich mit euch. Ich habe noch nicht so ganz die Funktion von meinem Keller verstanden, aber das werde ich irgendwie noch reinkriegen. Wir haben auf jeden Fall einen Keller, liebe Leute. Und hier können wir Lackierungseditor, hier können wir Lackierung für Fahrzeuge machen, die wir schon haben. Und der ist sehr umfangreich, muss man sagen. Also hier geht wirklich alles. Also hier geht wirklich eine Menge Farbe, Material. Also da werden wir uns mal extern mit austoben. Aber das machen wir jetzt nicht jetzt, weil wir wollen ein bisschen Fortschritt machen. Wir wollen mal nach Hot Wheels City Rumble rein, in die Kampagne. Oh nein, 5 furchteinflößende Monster sorgen für Chaos und Panik in Hot Wheels City. Die zwingen nicht zahlende Fahrer zu teuflischen Herausforderungen, nur damit sie weiterfahren dürfen und niemand kommt an ihnen vorbei. Bitte hilf uns dabei, die Ordnung wieder herzustellen. Es heißt, dass hier kaum ein Fahrer das Wasser erreichen kann. Und es ist wahr. Selbstlob, dies, das. Die Monster nennen sich selbst Bosse. Du kannst sie nicht übersehen, denn sie sind riesig. Die Monster sind ultra kreativ, weil, sind... Warum nennen die Bosse die Monster sich Bosse? Egal, viel Glück, wunderbar. Okay, wir haben eine wunderbare kleine Hub-World. Die wir ja... Wie groß ist die bitte? Was wäre ultra geil, also noch cooler hätte ich es gefunden, hätte die so ausgesehen wie die Spielzeugteppiche. Wisst ihr, wir meinen diese Spielzeugteppiche, die man damals halt als Kind hat. Also das geht natürlich schon in die Richtung hier. Versteht mich nicht falsch. Aber das sah damals halt noch cooler. Ich hatte auch so ein Spielzeugteppich, hatte glaube ich Jeber. Also so in die Richtung wäre halt cool gewesen. Aber wir haben eine Hubwelt mit sehr vielen Events, wie wir sehen. Die Option lassen wir erstmal so. Und ich würde mal sagen, wir stürzen uns einfach mal rein ins erste Event. Also was geil ist, wir haben auf jeden Fall keinen festen Ablauf. Nach hier vorne kann ich dann relativ, sagen wir mal, frei wählen, in welche Richtung ich gehe. Weil ihr seht, dann haben wir immer wieder Abbiegungen. Das ist sehr, sehr geil. Dadurch kann man sich die Karriere so ein bisschen zusammenbasteln, wie man gerade Bock hat. Das finde ich cool. Es gibt natürlich auch ein paar Endpunkte, wie hier. Hier ist Ende. Aber nichtsdestotrotz sehr nice. Okay, gut. Erste Rennen. Das Abenteuer beginnt. Schnelles Rennen. Die Abschlussherausforderung. Schlaff es aufs Treppchen und hol den ersten Platz. Okay. Kriegen wir 30 Münzen. Eine Überraschungskiste. Und Linien. Wir haben eine Überraschungskiste bekommen. Warte, wo ist denn die überhaupt? Warte mal kurz. Sammlung. Wir haben noch eine Kiste bekommen. Wo kann ich die denn aufmachen? Ah, hier. Ah, wunderbar. Eine wollte ich wohl sagen. Okay, die kosten 500 pro Stück. Okay, eine haben wir aber im Besitz. Wir machen mal auf. Gucken wir mal, was Schönes bekommen. Komm, gib mal was Nices. Gleich die Autos aus, die ich jetzt bekommen habe. Winning Formula. Mystery World of the Series 2. Der ist aber sehr... Bremst zwar scheiße, aber sonst ultra nice. Also es war ein gewöhnliches Fahrzeug, aber ich guck nicht mal den Handling. Oh, ho, ho, ho. Ja, da weiß ich aber schon, was wir jetzt gleich fahren werden. Ah, ist doch schon mal gut. Okay, ja, gehen wir ins erste Rennen und fahren den Winning Formula. Das war echt cool. Er hat zwar kaum Boost, aber Handling wie ein fucking Go-Kart. Oder ein Formel-1-Fahrzeug. Deswegen könnte das Handling vielleicht so hoch sein. Ah, das Zusammenhänge, Wahnsinn. Aber na gut. Schauen wir mal. Ja, schön hier, schön in meinem Kellerraum, mal ein bisschen Rennen fahren, sag ich euch. So. Podium gibt einen extra Boni, aber ein Sieg gibt noch mehr Boni. Wir wollen natürlich den Sieg haben, ist euch klar, ne? Ich bin mal gespannt, was kompletter Handling-Balken jetzt gleich heißt. Ich kann die Kurve Karre direkt 90 Grad in die Ecke. Schon wieder versammelt, scheiße. So, kann der Wagen driften? Oh ja, kann er immer noch, wunderbar. Aber schönes Setting hier, gefällt mir gut. Gott, den Tisch hatten wir gerade fast noch verändert. Oh, ich überlege gerade. Ich würde mich ja jetzt mal interessieren, dass, ob die Räume, wenn ich die verändere, dann hier auch im Rennen anders aussehen oder ob das wirklich nur der Keller für mich ist. Ich habe noch nicht so ganz die Kellerfunktion verstanden. Ihr müsst mir jetzt nicht die Funktion von dem Keller im echten Leben erklären. Das ist nicht der Grund, den ich meine. Ich meine, die Funktion vom Keller hier im Spiel, ihr wisst, bitte hören Sie mir zu, wenn ich mit Ihnen rede. Dankeschön. Ich finde aber auch, die Effekte sind mehr geworden, ne? Wenn Autos sich rammen, berühren und sowas hier. Hier kracht und funkt ein bisschen mehr. Finde ich gut. Wir nehmen mal einen schönen Boost hier. Roger Dodger wird erstmal weggehen. Oh, 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 oh. Roger Dodger aus dem Leben gewodgert, Dodger, Junge. Den Kollegen hat es ja komplett weggehebelt. Sunny Dorf sieht ein bisschen aus wie der Warthog für Arme. Darf ich mal? Dankeschön. Ich bin hier bei der Barrikade weggekommen. Ich merke, Mittel ist schon ein ganz guter Schwierigkeitsgrad zum Einstieg. Also. Ich meine, ich fahre jetzt hier gerade nicht komplett Grütze und ich habe schon ein bisschen ein Problemchen, nach vorne zu kommen. Ich meine, die Jungs haben schon ein gutes Speed drauf. Verstehe mich da nicht falsch. So, hier schön durch. Wunderbar. Jetzt kann man auf Podium. Wir fahren gleich aufs Podium, ich sage euch. Wo vor uns Formula-Flashback. Also nicht mehr vor uns, wir wurden gerade wieder von drei Autos überholt, wenn ich das gesagt habe. Das hat nicht so lange gehalten, meine Aussage. Schade. Moin. Jetzt aber. Dankeschön.
Oh, da vorne ist ein Mustang. Guck mal an hier. Ich finde die Fahrzeugauswahl sehr, sehr geil jetzt. Also wir haben es ja jetzt, sind ja auch in der finalen Version. Das war ja auch das Ziel, dass kein Auto in den Rennen sich doppeln soll. Und ihr seht, die Fahrzeugauswahl ist schon recht groß. Wir sehen aber noch Autos, die wir vorher nicht gesehen haben in den Rennen davor. Also es sind ein paar jetzt am Start, würde ich behaupten. So, schön landen. Wir sind in Runde 3. Jetzt muss hier was passieren. Jetzt muss ich hier abliefern. Oh ja, Jungs bauen Scheiße, wunderbar. Ich bin genau da, wenn andere Mist bauen, dann bin ich derjenige, der davon Nutzen liest. Oh, wir haben Platz 1. Oh nein, ich bin zu weit raus. Oh Gott, komm. Das war nicht so gut, der Boost, ne? Doch, war er. Schön in die Kurve reingeboost und jetzt den Boost ins Ziel. Glanzleistung zum Ende. Ich sage euch, Glanzleistung. Oh, das war wunderbar. Wie aus dem Lehrbuch. Wunderschön. So, 50 Punkte gab's. Wir kommen im Keller. Ach, das war mein Keller. Was halt die da runter? Wir gucken gleich mal. Vielleicht erklärt mir das Spiel jetzt den Keller. Vielleicht bin ich einfach vorher in den Keller gegangen. Das Spiel erklärt mir das jetzt gleich noch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall versuchst du gerade die Server zu finden. Und ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie das Spiel sich das gerade vorstellt momentan. In der dem Datum, wann wir das hier spielen. Ah, okay, hat funktioniert. Gut. Nice. Nächste Events freigeschaltet. Okay. In deinem Besitz. Okay, wir haben 30 Münzen bekommen, eine Kiste und Linien zum Anfassen. Ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Es war zwar eine Vorgeschmack, aber du hast es echt drauf. Gib nicht auf die Leute in Hobbit City, werden dir helfen, indem sie sich für jede erfüllte Herausforderung belohnen. Du hast dein Unleash-Ziel erfüllt. Die Zahl der rechten oberen Bildschirm zeigt dir deinen Vorschlag in Hobbit City Rumble. Wenn du alle Unleash-Ziele erfüllst, erhältst du unglaubliche Belohnung. Okay, nice. Gut. Also oben haben wir die Sachen, die wir erfüllen können. Ich weiß halt immer noch nicht so. Das ist immer noch der Keller, ne? Ist alles der Keller? Nee, ist der Skatepark. Ich weiß ja noch nicht, was der Keller so ganz die Funktion hat, bin ich ehrlich. Aber das war jetzt gerade der. Warte, was sagt das Achievement? Wir haben ja ein Achievement bekommen, das wird ja einen Grund haben. Warte, wir gucken mal kurz, was Achievement Keller heißt. Ich hätte gerne Hot Wheels, danke. So. Warum sehe ich jetzt hier mein Achievement? Ich bin bescheuert da. Alle. Ja, vielleicht da gucken. Ja, die werden mir schon noch nicht angezeigt, ne? Ja. Die werden mir leider noch nicht angezeigt. Das ist natürlich wunderbar. Warte. Ich gucke, ich tappe mal kurz raus, wartet mal. So, jetzt sehen wir. Gewinne ein schnelles Rennen auf einer Strecke im Keller, nicht im Modus geteilter Modus. Okay, achso. Okay, sei mal nur, dass wir auf der Strecke gefahren sind. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall im Keller. Das hier sind wir ja gerade gefahren. Das war ja gerade der Raum, in dem wir gefahren sind. Ich weiß ja nicht, was das bringt, die Sachen hier oben zu gestalten. Ich gestalte es gerade mal oben, einfach mal, weil ich Bock drauf habe. Machen das hier mal. Ja, die Couch gefällt mir schon ganz gut so. Schalte ich da vielleicht einfach neue Sachen frei? Ist einfach so ein Gimmick. Ey, du hast einen Keller. Hier kann ich noch gar nichts mitmachen. Ja, noch haben wir noch nicht überall so viel frei, ne? Du kannst diesen Gegenstand freischalten, den du Hot Wheels City Rumble spielst. Und das kann ich kaufen. Okay, also mit Progress im Spiel kann ich mir meinen Keller einrichten. Okay. Das ist einfach nur so eine Zusatzfunktion für hier hast du viel Spaß damit. Okay. Also es ist halt eher so ein kleines Gimmick. Das hat jetzt nicht so einen tieferen Wert. Oder bin ich jetzt... Also so weit bin ich jetzt zumindest mal erstmal. Ja, okay, wir lassen es überraschen. Auf jeden Fall kann man das ja einrichten. Ich bin auch noch so ein bisschen der Keller, der triggert mich und ich weiß nicht, was er von ihm möchte. Oh, warte mal. Ach, krass. Jetzt sehe ich auch mal das Verbesserfunktion. Verbessern kostet uns 200 Zahnräder. Zerlegen gibt uns 50 Zahnräder. Okay, also wenn ich Autos doppelt habe, kann ich sie zerlegen und damit dann andere Autos verbessern. Und es kostet halt. Und ich könnte ihn auch verkaufen, rein theoretisch. Okay. Jetzt habe ich so langsam mal schon ein bisschen das hier verstanden. Die kann ich momentan nur verbessern. Weil das sind meine Starterautos, die kann ich nicht abgeben. Aber den kann ich zumindest. Okay, gut. Aber wir haben eine Kiste. Und ich möchte zur Überraschungskiste. Vielleicht kriegen wir ein Auto sogar doppelt schon. Das wäre natürlich schon mal nice, weil können wir direkt einfach besser. Oder wir kriegen noch was Geiles. Aber der Formula war schon gut, ey. Hot Wheels Metro, Total Disposal. Wir haben einen Müllwagen. Der fährt halt, bremst halt. Das macht er halt. Er bremst. Also theoretisch wäre das so ein Auto, was zum Schrott schon mal ganz gut wäre. Wir behalten ihn erstmal. Ich möchte eigentlich kein Auto, was wir nicht doppelt haben, schrotten. Ich möchte doppelte Autos, ja, macht Sinn, aber einzelne Autos möchte ich eigentlich noch nicht schrotten. So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Wir haben schnelles Rennen, Kampf der Giganten und zweite Runde. Schaffe es aufs Treppchen, okay, ist alles dasselbe. Oh, hier kriege ich Zahnräder. Okay, hier kriege ich dann schon das erste Mal. Okay, man kriegt auch mit den Rennen Zahnräder, nicht nur fürs Zerlegen. Dann machen wir das hier mal. Hier kriegen wir mehr Zahnräder. Mehr Zahnräder klingt besser. Ist mathematisch, Leute. Denkt nach. Fangt an nachzudenken. So. Ich weiß halt nicht, ob ich, wie gesagt, wenn ich den hier einrichte, ob das in den Rändern auch... Wir werden es herausfinden. Es ist die erste Folge. Ich darf mich direkt hier komplett so... Was geht hier alles? Was kann ich hier alles machen? Mal ein bisschen Wusa, Lukas. Mal ein bisschen Kack runterfahren.
Ah, das kleine Kittengewehr kommt raus. Ich möchte alles gleichzeitig und sofort und möglichst schnell. Ja, okay, schon wieder verkackt. Ich hätte aber zwei loslassen müssen. Der Boot, warte mal, ich will das jetzt nochmal probieren. Ich will das jetzt mal hier. Das kann doch nicht sein. Das funktioniert so nicht. Oh, ich muss da zwei erst Gas geben, oder? Ah! Ja, das war ein bisschen besser, glaube ich. Okay, ich habe zu früh Gas gegeben und da hatte ich schon abgebockt, bevor es überhaupt losging. Sorry, der Druck ist so groß. Ich mag das Formelauto. Der gleicht meinen nicht vorhandenen Skill mit sehr viel möglichem Handling aus. Junge, was ist das hier für Destruction Derby, Jungs? Machen wir mal hier ein bisschen, ne? Cruiser. Man kann ihn aber auch, das muss ich sagen, bei dem Formula mehr. Ja, den Namen gleich doppelt. Formula sehr gut auffällt. Du kannst vorm Sprung schön Boost reinmachen. Und in der, du kleiner Penner, in der Kurve, vor der Kurve dich schön in die Kurve schon so reinschmeißen, dass du schon direkt quer landest. Ultra praktisch. Was macht schon wieder so Böcke? Es fährt sich halt einfach sehr gut. Es ist sehr schön eingängig, sehr schön leicht zu verstehen. Man kann trotzdem Scheiße bauen, wie ihr seht. Ist halt einfach ein simpler, guter Arcade-Racer. Ja, da, wie gesagt, habe ich sollte ich mal aufhören, die Wände mitzunehmen. Habe ich schon lange wieder drauf mal gewartet und, da ist mal wieder einer. Ah, shit. Ja, das war wunderbar. Ich und Streckenbegrenzung. Ich lasse mich ungern in Grenzen weisen, habe ich das Gefühl. Vielleicht liegt es auch einfach daran, zu viel Arcade-Open-World-Racer, da kennst du das Problem mit den Grenzen nicht mehr so sehr, aber, naja, das kriegen wir auch wieder rein. Boah, ich muss erstmal von der Wand wegkommen. Boah! Letzte Runde schon. Wow, das war ein kurzer Track. Ich bin Platz 7. Das ist nicht so richtig gut. Ich weiß gar nicht, wann ich die Zahnräder bekomme. Kriege ich die immer direkt? Oder also muss ich nur abschließen? Oder ich weiß nicht, wann ich meine Belohnung gerade bekomme. Ob ich die nur fürs Abschließen kriege oder bin ich nur, wenn ich nur gut bin? Dabei bin ich ja immer der Beste, aber manchmal lasse ich auch anderen den Vortritt. Und habe ein absolut großes Ego anscheinend. So, Platz 2 haben wir schon mal wieder. Mittel ist ein ganz guter Schwierigkeitsgrad. Da kann ich scheiße... Der ist gerade unter der Strecke gelandet. Er ist zu kurz gesprungen. Da kann ich zumindest mal Scheiße bauen und es noch ausgleichen. Wir können ja auf Dauer das jetzt vielleicht Schwierigkeit gerade hochdrehen, aber vielleicht erstmal ein bisschen meine Fehler, die ab und an passieren, nicht komplett ins Chaos stürzen lassen. Das wäre ein guter Start, würde ich behaupten. So. Dein Besitz, Zahnräder und Strecke. Ah, ja, stimmt. Streckenteile schaltet man eben auch frei, eben für ja, den Editor. So, was haben wir denn? Wir haben einen Zeitangriff. Gibt 40 Punkte. Und eine glänzende grüne Tür. Ja, ist ja geil. Du bist also auf dein erstes Geheimnis gestoßen. Eine weitere Falle, die die bösen Bosse vorbereitet haben. Es heißt, dass es zu jedem Geheimnis einen Hinweis gibt, der dir dabei hilft, es freizuschalten. Aber Achtung, manche Geheimnisse können nur durch steigenden Erfolg im Hot Wheels City Rumble freigeschaltet werden. Waghalsiges Fahren mit einem Sonderauftritt von Boneshaker. Okay, hier kann ich gerade gar nicht weitermachen. Waghalsiges Fahren mit einem... Okay. Okay, dann müssen wir mal gucken, was das am Ende heißt. Gut, dann werden wir erstmal das Blitz-Event fahren. Okay, also wir haben auch solche Special-Events. Na, okay, interessant. Bisher gefällt mir der Kampagnenaufbau ganz gut. Ist nicht einfach stumpf Rennen fahren. Jetzt ist es stumpf gegen die Zeit... Mensch, gut, wir haben ein Zeitziel. Aber auch ein Formel-1-Auto, also dementsprechend sind wir unbesiegbar. Ich werde nie wieder das Auto wechseln. Es wird ein sehr langweiliges Display für euch. Tut mir leid, Leute. Ich hab schon wieder verkackt. Geil. Okay, aber gut, habe ich Boost zum Start. Also auch egal. Okay, Ziel. 49 Sekunden, Unleash-Zeit 44 Sekunden. Und natürlich, ein richtiger Mensch, der sich herausfahren lässt, dachte ich, okay, unter 44 Sekunden. Der trifft sich echt gut. Ich mag den Formelwagen. Das schöne Handling, das, wir verstehen uns. Zweimal boosten ist zwar wenig, aber es reicht. Weil ich durch puren Skill in den Kurven einfach so schnell... Oh Gott. Aua. Ja, wunderbar. Ich halte jetzt einfach meine Backen. Ich bin die ganze Zeit, wenn ich mich selbst am Loben bin, geht das komplette Chaos danach los. Ich sollte es einfach echt sein lassen. Wo ist denn das Ziel? Ich starte einfach komplett uneigennützig nur. Ich habe gar keinen Beweggrund. Nein, nein, wir haben die Zeit locker geschafft, theoretisch. Ich wollte euch aber das Rennen nochmal zeigen. Ich bin so nett. Okay, so ganz habe ich das mit dem... Ich bin da noch so ein bisschen raus.
Ah, schönere Kurve, wunderschön, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Jetzt kommt der Skill, ich sage euch. Ein bisschen, ja, alles gut, alles gut. Jetzt pulverisieren wir die Zeit. Passt auf. Du kannst nämlich schon vor der Kurve ein bisschen schräg reinschmeißen, super praktisch. So, jetzt haben wir den Looping, kriegen wir den Looping wesen vernünftig hin. Komm, gib mir Boost, danke. Nein, zu weit. Mist. Nein, den Boost hätte ich warten sollen. 40 Sekunden. Komm, jetzt mach aber. Ah, kein Boost. Shit. Wieder nicht geschafft. Mist. Krieg ich wieder nur ein Sternchen. Ne? Das ist für mein Ego irgendwie ein bisschen schädlich. Sich abgehakt. Ist nicht Gold. Mindestens nur eine Tür. Okay, aus Frust passe ich kurz mal meine Kellertür an. Jeder Hot Wheels Sammler jedes Mal. So, das hat mich jetzt getriggert. Erstmal kommt jetzt eine grüne Holztür in meinen Keller. So, ich hoffe, das fühlen sie. Erstmal eine grüne Holztür installieren. Hat ja sonst nichts zu tun. Tür. Warum habe ich eine grüne Tür freigeschaltet, wenn ich das scheuert? Da ist die grüne Tür. Ah, die grün glänzen. Ui. Ja, aber ne? Kann ich die Farbe noch ändern? Ach, sie ist einfach nur glänzend. Ach so, Farbe kann ich auswählen. Ach, wie geil. Da machen wir hier mal eine schöne rote glänzende Tür rein. Kann ich bei der Küche auch die Tür ändern? Gibt es da auch eine Tür? Oder hat unsere Küche keine Tür? Wir können Skateboards aufhängen. Ui. Hier eine Tür. Wir haben sehr wenig Türen in unserer Wohnung. Fällt mir auf. Wir haben nur eine Tür. Und die ist jetzt grün, die ist jetzt rot glänzend, Leute. Passen Sie auf. So. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall zum Abschluss dieser Folge dieses Rennen noch hinkriegen. Wir können ihn halt noch nicht upgraden. Warum wird mir das jetzt überhaupt nicht mehr angezeigt gerade? Na egal. So. Wir kriegen das hin. Ich muss halt die letzte Kurve. Ich habe die letzte Kurve versendet. Ich habe halt in die Kurve geboostet. Ich muss mir vor Ende der Ziel, kurz vor Ziel noch einen Boost frei halten. Nochmal wie so ein Raketenfall. Wisst Bescheid. Ich habe immer noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Boost funktioniert. Ich habe gedacht, ich hätte es verstanden, aber nein, habe ich nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das verstanden habe oder ob das jetzt irgendwie einfach zufällig funktioniert hat. So, schön rumdriften, weil Drifts füllen den Boost auf. Wir brauchen eine Menge Boost hier. Ah, oh, guck mal, Junge, jetzt kommt aber hier, wenn ihr die Skills ausgepackt, ich sag es euch. Leute werden beeindruckt sein. Wie viele damn Skills man haben kann. So, noch ein Boost hinterher, komm, ab geht's. Wird die Kurve jetzt nicht einschlagen? Wunderbar. Und nochmal ein Boost hinterher, wunderbar. Komm, jetzt, arsch mich nicht. Huh, knapp, aber wir haben es geschafft. Das war. Wunderschön. Es war wunderschön. Unvergleichlich. Es war wunderbar. Es war traumhaft. Es war die beste Runde meines Lebens. Da gab's Gold. Es ist gar nicht Gold. Es ist einfach nur blau. Aber mit zwei Häkchen. Na gut, es hat zumindest. Hat es irgendwas gebracht überhaupt dafür, dass ich das jetzt gemacht habe? Ne? Okay. Gut, aber wir machen das nächste Mal weiter. Wir haben beim nächsten Mal zur Auswahl. Schnelles Rennen. Ja? Gut, hier gibt es 60 hier Räder und. Oh, Freestyle-Paradies, aber das schickt ein bisschen was. Und hier gibt es auch Zahnräder. Okay. Gut, Rivalen-Event. Ah, nee, kein Rivalen-Event. Schnelles Rennen, das heißt nur Rivalen. Okay. Aber damit machen wir nächste Folge weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in der ersten Folge von Hot Wheels Unleashed. Ich hatte auf jeden Fall eine Menge Spaß. Freue mich auf die nächsten Folgen. Ich habe Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein. Bis dann. Tschüss. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.